Arm stecken gehabt. Ich habe die rausgenommen. Die wurde zugenäht. Ja, besser Bleibende sieht's Schäden dann. wird er davon wahrscheinlich nicht haben, da sie keine Blutgefäße getroffen haben. Aber ich habe geblutet wie. Ich Na, hab. lieber Kennst nicht. du Schlachtefesten mit mache Schlachten von großes Schwein? So habe ich Ja. geblutet. So habe ich Aber. geblutet. Wo die machst du verkehrt rum die auf Leiter und dann machst du auf den Schwein und nimmst raus den ganzen Scheiß, die drinnen Schwein. So habe ich geblutet, wirklich. Ah, so doll Schwede, nicht, der Herr. Schwede. Der hat Doch, die keine hat gemacht Gefäße, ne? 5, 5, 6 oder 7 Mal, die hat gemacht neue Verband, war ich so geblutet. Wirklich. Und die Polizei hat nichts gemacht, Flasser. Sie hat nichts gemacht. Nein, die hat erst gemacht, nachdem mehrmals sagen, ich kann jetzt nichts machen, Vernehmung mit Ihnen, ich brauche Pflaster, ich sterbe hier. Und dann Es hat ist die ja alles irgendwann so gemacht. langweilig. Lämmerchen Ja, hätten ja sie so auf geht jeden bei Fall euren meine Überdosis, dass Entropie-Trippplatte. der Hier, Herr. gib mal den Zuss hier raus, komm hier, schreib hier Ach, rum, oh Mann. Komm hier. Arzt, Arzt. Bitte an Einmal einer Arzt, Kugel okay, im ja. Arm stecken hatte. Arzt. Nein, Leider noch kein mal auf meine Doktor Offenheitsstelle. Hansen. Also ich Ah, ich für wiederhole, alle acht Opfer. Splitter Rückfahren, einer wieder Kugel hinfahren, muss okay. sein. V muss Drei gehen, V muss gehen. Splitter. Ja. Oh, Drei ich bin verschiedene Opfer. Einschusslöcher sozusagen. Oh Nee, nein. die Oh sind, Mann, oh nein. Oh ich sage im nein, Arm Hilfe. gesplittert. Hallo, ist die da hinten? Hallo, Splitter hallo. im Arm von Hallo, einer Kugel. hallo, 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 hilf mir. Ja. Ist leider kein Waffenexperte, ich kann nicht sagen, von welcher Kugel das ist. Ich Gut, komme nie ich laut, müsste dann ich halt die bin gerade Ballistik klären. stressed. Und ich würde sagen, leichtes Trauma, da muss er sich Hilft er mir aber jetzt? Hallo. mit Psychologen von uns nochmal genauer Mein Verbindung setzen, wo wir jetzt leider Ja, keinen Dienst haben. ich bitte um Überweisungsschein für Krankenkasse zur Psychologie, Ja. bitte. Lass Ich würde das mir sagen, Polizei soll hat ich jetzt meinen geschissen, Bruder Mike. rufen oder was? Ja, mach ich. Ey, Dann kommen Kinder, Sie ey, ey, demnächst hier. einfach mal. Gib so das meinen Anwalt, den Überweisung. Okay. Geh mal zu Okay. denen da hinten, fragt, ob die eine Waffe haben. So Ey, was ist denn los psychologisches hier? Gutachten wird Hast du beantragt. Gut, Chance? Das heißt, genau. den Hast du ganzen Jammern Waffe? über Polizei macht gar Nein. keinen Sinn bei dir, weil Ich du habe nichts eine kannst. Waffe, Mach ich das den ist Gutachten okay. für Polizeitrauma? Nein, pack mal aus, fesselt mich Genau. mal ziemlich mehr hier raus. Okay, dann machen wir das bei Psychologe. Pack mal aus. Okay. Gut, Ich geh jetzt dann Herr umpacken. Dr. Melden Sie Hansen, sich einfach, die wenn Medics Rechnung. im Dienst sind, die ein K Hast du einen hinter ihrem Spanner? L Ansonsten haben bitte einen oder Spanner ein dann kriegen. Einen Spanner habe PSY. ich nicht. Das sind nämlich Okay, Psychologen. gut. Dann Okay, müssen Sie auch und nochmal hin. wer Einen bekommt Spanner. die, Von einer der meinen auf kommen wie die da viel raus. wird die Rechnung Geparkt. jetzt Ach, Rechnung ausgestellt? gibt's nicht, das passt schon. Übernimmt die Krankenkasse. Was soll ich jetzt machen? Aber ich müsste weiter, ich habe nur einen Entschuldigung, Satz ich hier. bräuchte Gut, mal Herr einen Hansen. Herrn mit Setzen Sie sich einer mal, gewissen Entschuldigung. Dann Schlagfertigkeit. noch einen schönen Ja, Tag. Chris, Backpfeife, komm rauf, Junge! Muss Ich weiter. klatsch schon richtig! Gut, Herr Kasimir, also wir haben jetzt das ärztliche Gutachten, ich habe es mir notiert. Matze, Der Herr der Dr. Hansen. wer macht jetzt Kontrolle von D-Splitter? Matze! Stehst du auf, Prinzessin? Das macht die Ballistik. Oh, Junge! Das macht mal. Oh, was ist das? Das So, wird aber das. außerhalb unserer Landesgrenzen gemacht. Nein, verstehe das. Aber weil wir hier kein Labor haben, aber ich denke mal, die Ballistik, wenn sie ja sowieso auf der Kamera die Schüsse oder den Abfall drauf haben, Entschuldigung. dann wird sowieso dadurch bewiesen werden. Ja, das die Gut, andere, ich. die Entführung, die hat nicht mich geschießt, aber Polizei, oh mein Gott. Ich war Ja. eigentlich, ich war sicher bei Entführung und als Polizei kam, ich war in Lebensgefahr. Das glaube ich Ihnen gern. Das So, glaube ich Ihnen wie gern. geht Das weiter? ist halt so wie mit den Tasern. Wir machen Termin mit Sylo, mit dem Psychologen. Nervedoktor. Wir Genau, mit machen dem Psychologen. Das heißt, Herr Kasimir, wenn ich du nicht da machst sein Termin sollte. mit dir und sagst Bescheid, wann Termin. Gut, wenn ich da bin und Sie sind da, dann mache ich einen Termin, wenn ein Ah Psychologe ja. da ist und wir treffen Okay. uns und dann werde ich auch mit dabei sein, wie das Gutachten dann halt auch erstellt wird. Ich will dabei sein, den Krebs fahren als Zuschauer. Wenn Aber ich dann. in Land, Das dürfen Sie ich gucke, gerne. ob du anwesend und dann ich Angel. sag dir Bescheid, ich anwesend. So. Machen wir das. Da ist die Ja, räudige so Polizei, machen wir. Junge. Ey, oh, ich hab auf Giga, Junge. Das geschießt mich! Hör du weiter, Junge. Oh nein, wir sagen jetzt nichts mehr besser, ne? Das ist nichts. Das macht alles vor Gericht, das MJ. So, du hast nichts zu tun mit dieser. So, ich hab das so. Du kannst machen, was du willst. Ich muss lieb sein jetzt bis Gerichtsverhandlung. Das wird Polizei, haben Sie die sofort größte Prozess, die mitgebracht? ihr gesehen hat, die Land. So, einmal aussteigen, die Herren, einmal die Verkehrskontrolle. Sie sind gerade ins Auto reingefahren. Also, vielen Dank für den Hausmann. Dankeschön. Beste Grüße an alle, die von Alf rübergeschaltet wurden. Wir spielen hier ein bisschen Arma 3 Lakeside. Und ich habe gerade die Sensationsstory des Jahres hinter mir, Mann. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ging jetzt, oh, Alter, 2,5 Stunden oder so. Echt Also, irre. Herr Kasimir, ich gebe Ihnen schon mal Ja. erstmal die Hand. Gut, Wow. wir verbleiben erstmal dabei. Ja.
Morgen, ich melde mich, wenn ich gehe, so neuer Arbeitstag nach Schlafen. Und dann ich melde mich bei Ihnen und sage, ich jetzt da und zur Verfügung. Und dann wir machen Termin bei Nervendoktor. Beim Nervendoktor. Das machen wir so. Mein Kollege Herr Stiegler kommt da hinten auf den Parkplatz. Ich werde mich jetzt gleich nochmal mit ihm bereden. Die Polizei bekommt einen Verteidiger. Das steht. Selbstverständlich. Ich mache noch den GoPro-Video in einzelne und dann können Sie das alles aufrufen und verarbeiten. Wenn Sie mir natürlich dann die Daten schicken, das wäre optimal, dann kann ich schon mal diese Beweise zusammenführen und das werden wir dann halt dann auch vom. Ach, was für eine verdammte Lüge hier. So. Ja, ich mache das selbstverständlich. Das nicht. So, aber den Gericht. Warum sind nicht so viele Polizisten? Den Gericht kann nur verwenden, den Daten wir denen geben, oder? Die können sich das nicht selber holen. Nein. Alles, was nicht vorgelegt worden ist, darf auch nicht benutzt werden. Ah, ich verstehe das so. Das ist gut so. Ja, also dann ich mache das für Ihnen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Sie was ins Internet reinstellen, dann darf ich das nicht benutzen, außer Sie sagen, darfst du benutzen. Und wenn Sie mir nur Ausschnitte zuschicken und sagen, dieser Ausschnitt darfst du benutzen, aber nicht das ganze, das sonst noch darf ich das andere benutzen. Nein, ich mache das alles in Ausschnitte. Das, was ich Ihnen gebe, das kann die alle gucken von vorne bis hinten. Aber ich glaube, kannst du den das ja einfach aus dem Internet rausnehmen. Aber ich glaube, dass, also das, was ich Ihnen gebe, das kann die alles sehen von vorne bis hinten. Aber ich glaube, das wird lange Beweisaufnahme, weil denn Geschichte hat, bis sie eingetroffen, denn Geschichte bestimmt hat gedauert, denn Stunde? Ich weiß nichts. Bestimmt. Ja, gut. Okay. Ja, ich hab schon mit Joki geredet, also der wird dann wahrscheinlich Richter übernehmen. Gut. Nö, das kann ich als Highlight auf Twitch machen. Das kann ich einfach als Highlight auf Twitch machen. Polizei, da müssen wir. Ja, da müssen wir uns eh mit der Polizeileitung zusammensetzen. Dass die Polizeileitung nämlich muss immer informiert werden, wenn solche Sachen sind. Ich höre. Oh, hier lass das Polizei! Nicht schießen, richtig, bitte! Ja. Nicht schießen! Oh, bitte! Nicht schießen jetzt! Ah. Oh, ich kann mir Pippi in Hause wieder! Mein Gott, dann geht's wieder! Mein Gott, psychologisches Gutachten erstellt. Da siehst du, was du gemacht hast, Polizei! Gehen Sie doch mal ins Justizgebäude und setzen Sie sich hin. Lassen Sie sich hin. Das wird schon geklärt. Oh mein Gott, schnell weg da, das böse Menschen! Ganz schnell schieß mich wieder! Ja, ich muss mal bekommen, die Polizei glaubt nämlich, dass er Geisel war. Ja, genau, das ist. Und die Polizei hat leider die drei Geißeln immer erschossen. Deswegen. Weiß ich nicht. Deswegen, das wird jetzt noch alles ausgewertet. Sie wissen nicht zufällig, wie da weiter vorgegangen wird, wenn gegen die Polizei ermittelt wird. Doch, sie müssten sich ans FBI wenden. Ans FBI? Okay, weil letztes Mal hieß es. Das FBI angeklagt, dann hieß es vom FBI, ja, wir sind dafür nicht zuständig, weil ich bin vorsichtig. Wenn das FBI selbst angeklagt wird, dann hätte sie die höhere Ebene. Ja, eben, und dann wurden die Zivilpolizisten angeklagt, und dann hieß es auch wieder, es ist egal, ich werde mich an die Polizeileitung wenden. Ja, aber normal macht das FBI für interne Ermittlungen. MJ? Der ist hier nicht! Wo soll der sein? Der ist rechts rein. Rechts! Gelass nicht das Polizei, bitte! Oh, nicht schießen! Oh! Sicher, dass sie keinen Medi. Hast du einen Ballon oder was? Das rede ich doch gar nicht, Junge! Die war gerade da! Auf rum zu jammern, Junge! Pass auf, machst du jetzt leise. Das wird größte Schmerzensgeldskandal in diesem Land. Die zahlen richtig fett Sommer an mich, weil die schießen auf mich. Und ich geißel. So, die haben alles falsch gemacht. So, ich verklage die, bis die nichts mehr haben, Schießwaffe. Ich sag dir das. So, und die müssen, ganz viel müssen die zahlen. Und du, weißt du, was du jetzt machst? Du gehst jetzt raus, kennst du den Village People? Den hier mit den Indianern und den Polizei und so, den Band? Kennst du das? Nee, sag mir nix. Ja, die haben doch gesingt so YMCA. Ja, natürlich, klar. Ja, dann kennst du das. So, pass auf. Du gehst jetzt raus und sagst der Polizei, kennst du Village People? Ich möchte dir Song vorsingen. Und dann singst du ACAB. Was ist das so? Dann krieg ich Ärger. So, hast du nur leicht verwechselt, sagst du. Das war du Analphabet. So, kannst das nichts wissen. Oh, wieso hab ich denn hier keinen? Von der ACAB, die reagiert da nicht drauf. Moment mal, haben sie eine Lupe geklaut? Wie ist denn ihr Name?
Du musst jetzt. Pass auf, hörst du es so jetzt? Na, das musst du auch nicht machen. Pass auf jetzt. Hörst du es so? Immer wenn Polizei kommt, ich mach Pipi in Hause und Kaka in Hause manchmal auch. So, das unterstützt meinen Gutachter bei bei Nervearzt. Und deswegen, ich muss lecker unter Tisch, wenn Polizei kommt, soll ich große Angst vor denen, weißt du? Die haben geschießt auf mich. So, und dann ich krieg große Schmerzegeld, verstehst du so? Und wenn wir haben. Wenn wir haben große Schmerzegeld und die Richter sagen, so, die Fall ist geschlossen, dann frage ich die Richter so, ist die jetzt wirklich geschlossen? Und dann wir machen Stinkefinger mit denen, verstehst du? Ja, ja, und dann kriegen ein paar Moniten ab da. So. Aber du hast nichts damit zu tun, du hast nicht geschießt mich, du hast gar nichts. Ja, und trotzdem was mal. Kann man mal sehen. Aber du musst immer. Du musst, pass auf, komm mal her da. Ja, ich mache hier, ich habe Drehfinger. Pass auf. Du bist mein Bruder, du kannst bezeugen, ich gemüht. Wenn jemand schießt mich in den Arm, dann ich habe Angst für den Rest meines Lebens. Das ist schon passiert bei unserer kleinen Katze, die hat mich gekratzt. So. Ich habe immer Angst, meine Leben und immer wenn Katze kommt, ich habe jahrelang gemacht Pipi in Hose und sowas. Du musst das bezeugen dann so. Dann ich gebe dir was ab. Verstehst du? So, du musst machen Zeugenaussage bei Gerichtsverhandlungen. Wir machen große. Wir machen große Gerichtsverhandlungen hier im Gebäude, weißt du? So, mit Richter und Anwalt und Polizei und Angeklagte und die richtig große, dicke Nummer, so, mit ganz dicker Hose. Und du musst alles bezeugen. Ich rufe dann auf dich als Zeuge, wir reden das ab mit den Anwälten und dann wir machen die richtig nackig durch. Ich sag, oh, siehst du an wieder? Das ist nicht so. Nein! ACAB, Junge! Geh lieber unter den Tisch, so, ich Angst jetzt vor denen. Verstehst du? Müssten sie gucken, der ist immer. Ach, keine Ahnung, Alex. Und wenn es nur 100.000 sind, ist ja egal. Es geht einfach um die Sache an sich und es war einfach geil. Oh, der feiße Pumpe, ist immer so. Sie hin für Zucker, ne? Ja. Ja, oder haben sie sich hier das Kalk hier? Nein, Kalk, Keller hier. Kalk. Gut, weiter hab ich! Gut, Kalk unten aus dem Keller, die Nadel gezogen, wenn es irgendwie so macht. Ja, der immer, Kassel, wieder rein! Ist das Polizei jetzt wieder weg da? Das Video. Nein, ich stehe hier noch! Oh, Chilasi, mein Tötzo, die schießt wieder mich! Chilas! ACAP! ACAP, komm, was heißt denn ACAP? Was heißt das eigentlich, wo ich ganz ehrlich rumschreie? Das heißt, all cops are beautiful. Cops are beautiful. Ja. Machst du Tür so, die schießt mich wieder. Oh mein Gott, der Polizei, der Mann. Ach man. Was heißt er denn? Sag mal. Was heißt er denn? Ja. All cops are Blümchen. Ja, das glaube ich dir nicht. Sag. Ja, der heißt Blümchen. Sind Sie ein reicher Mann? Da, ja, das, sag jetzt. Das ist Polizeibeleidigung. Bald nicht mehr. Ja, vielleicht wir machen erstmal nicht. Erst wir machen Gerichtsverhandlungen, dann wir machen wieder Blödsinn mit denen, verstehst du? Nee, das gebe ich aus dem Schlaf und gleich wieder los. So, willst du jetzt verdienen was oder nix? Was soll der so lange machen? Ja, wir können schon Blödsinn machen, aber wir können jetzt nicht in Zusammenhang mit dem Fall mit. Oh, warte, ich muss leiser machen. Wir können jetzt nicht machen in Zusammenhang mit dem Fall und die ganze Anwalt da draußen und den Polizei und alles und so, können wir jetzt nichts in diese Situation Blödsinn machen. Aber morgen, wir gehen wieder Droge farmen, das ist kein Problem. Ach so, jetzt aber ruhig sein. So, ja, jetzt müssen wir ein bisschen Reißer an Riemen, verstehst du? Jetzt ein bisschen so, ich muss machen die weinerliche Jule, die ich immer und so, ich meine, das ist nichts schwer, ich sowieso immer das weinerliche Mädchen bei uns beide, verstehst du? Du machst immer die Schlägergeschichte und Schießgeschichte und ich mache immer die Sterb- und Weinergeschichte. So, und von daher, wir müssen nur alles machen, so wie immer, und dürfen jetzt nichts machen, so, wenn Polizei jetzt sagt, oha, ich habe die Neger gesehen in ja, ich weiß nicht, die böse N-Wort, ja, ich habe das schon wieder, die schwarze Mann habe ich gesehen. Mann, halt jetzt, ich wirke deinen Cut. Hör so auf jetzt, ich wirke deinen Goldfisch, du, jetzt pass auf da. Hört so jetzt, so, hier in meine Richtung atmen, pass auf. Wenn die jetzt sehen, du machst hier Droge im Gerichtsgebäude, dann du unglaubwürdiges Zeuge. So, in diesem Kontext, du kannst es nichts machen. Aber morgen, wenn du allein unterwegs oder so, oder wir zusammen und nichts in Situation mit Anwalt und Nervedoktor, dann wir können sowas machen. Das können die nichts anlasten oder in Gericht einfließen. Verstehst du? Verstehe. Gut. Verstehe. So. Das wird spitzemäßiger. Das wird
Titelseite auf Langside News wird das. Ding, jetzt pass mal auf, wir müssen.